Außerdem hast du mir nicht gesagt, dass sie ein Kind hat. Was hätte ich in dem Fall tun sollen? Es töten. Das ist kein Es, das ist ein Kind. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich wünsche, du wärst tot! Diese Menschen, du sagst, sie seien gefährlich. Gefährlicher als du? Dad, die meinen es ernst. Karl ist tot. Und meine Mutter. Bitte, Dad. Hilf mir! Sie ist nicht meine Tochter. Sie bedeutet mir nichts. Wenn du sie töten willst, dann mach doch, tu's! Daddy? Alex. Hi, Dad. Oh, Alex. Es tut mir so schrecklich leid. Das war alles nur meine Schuld. Ich weiß. Hör mir zu, du Schwein! Ich weiß, dass du wieder vorhast, John zu töten. Eine Sache muss dir klar sein, wenn du es auch nur wagst, ihn anzufassen, dann werde ich dich zur Strecke bringen und eigenhändig töten. Du wirst alles tun, was John Locke sagt, egal was er verlangt. Du wirst seine Befehle ausnahmslos befolgen. Hast du das verstanden? Sag es! Sag, dass du ihm folgen wirst! Ja, das werde ich. Ich werde ihm folgen, ich schwör's. Wünscht mir Glück. Warte! Nein, lass ihn gehen. Keine Bewegung. Zurück. Ist alles okay? Keiner bewegt sich. Ich will nur mit Eloise sprechen. Wo ist Eloise? Sagt schon, wo ist sie? Tut mir leid, Eloise. Sie ist im Augenblick nicht hier. Kennen wir uns? Das ist unwichtig. Du wirst mich zu Eloise führen. Ich sagte doch gerade, sie ist nicht da. Können wir nicht in Ruhe... Wo ist die Bombe, Richard? Die Wasserstoffbombe, die ihr vergraben solltet. Wo ist die? Hör mir zu, nimm die Waffe runter und wir reden, okay? Es soll doch keiner verletzt werden. Nimm die Waffe runter. Ich gebe dir 3 Sekunden Zeit. 1. Tu das nicht. 2. Warum hast du das getan? Weil er dich bedroht hat. Er hätte nicht auf mich geschossen, Eloise. Du hast es gewusst. Du hast es schon immer gewusst. Du hast gewusst, dass es geschehen würde. Und du hast mich trotzdem hierher geschickt. Wer sind sie? Ich bin dein Sohn. Morgen. Darf ich mich zu dir setzen? Bitte. Möchtest du Fisch?
Nein, danke. Ich habe schon gegessen. Du bist sicher wegen des Schiffs gekommen. Richtig. Wie haben die Insel gefunden? Musst du sie fragen, wenn sie da sind? Das kann ich mir schenken. Das war dein Werk. Du wirst beweisen, dass ich falsch liege, richtig? Du liegst falsch. Ach, wirklich? Sie kommen, sie kämpfen, sie zerstören, sie vernichten. Und immer endet es gleich. Es endet nur einmal. Alles, was vorher passiert ist, war nur Fortschritt. Ahnst du eigentlich, wie sehr ich dich umbringen will? Ja. Eines Tages, früher oder später, finde ich ein Schlupfloch, mein Freund. Du weißt ja, wo du mich findest. Immer schön mit dir zu reden, Jacob. Ich rede auch gern mit dir. Benjamin, was er dir auch gesagt hat, ich will, dass dir eines bewusst ist. Die Wahl liegt bei dir. Welche Wahl denn? Du kannst tun, was er sagt, oder du kannst gehen. Lass uns unsere Anliegen allein diskutieren. Also jetzt, nachdem so viel Zeit vergangen ist, hast du dich entschieden, mich nicht mehr zu ignorieren. Ich habe 35 Jahre hier gelebt. Und alles, was ich je gehört habe, war dein Name. Immer und immer wieder. Richard hat mir deine Anweisungen gebracht. All die vielen Zettel. All diese Listen. Und ich habe nie etwas in Frage gestellt. Ich habe getan, was man mir aufgetragen hat. Aber als ich es wagte, zu fragen, ob ich dir gegenübertreten darf, da wurde mir gesagt, du musst geduldig sein. Du wirst abwarten müssen. Aber kaum will er zu dir, wird er sofort hierher gebracht, so als wäre er Moses persönlich. Also, wieso er? Was war es bloß, was an mir nicht gestimmt hat? Was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Ich verstehe dich nicht. Sie kommen.